Hallo und herzlich willkommen auf der schönen Seite der Dunkelheit. Willkommen zu Assassin's Creed Chronicles Shiner. Auf meinem Kanal hier jetzt der Nachfolger von Wolf the Red Hood Diaries. Und ich setze unglaublich viel Hoffnung in dieses Spiel. Was ja Kletter-, Sprung-, Passagen-, Steuerung angeht. Und hoffe ja, dass es mich von dem traumatischen Erlebnis, das ich mit Wolf hatte, so ein bisschen, ja, mehr wieder schönere Seiten dieses Kletter- und Sprung-Thematik zeigen kann. Ja, zu Assassin's Creed muss ich wohl nicht besonders viel sagen. Die meisten dürften es kennen. Und ja, ich will auch gar nicht groß um den Brei reden. Ich möchte jetzt einfach ein neues Spiel beginnen. Auf normal. China, 1526. 2 Jahre ist es her, seit Zhang Yong, Anführer der Tiger, einer korrupten Gruppe von Eunuchen, die chinesische Bruderschaft Assassinen ausgelöscht hat. Diese Tiger sind Templer und lenken im Geheimen die Geschicke des Landes. Der Kaiser ist nicht mehr als eine ihrer Marionetten. Zhou Yun, einer der wenigen Überlebenden, ist auf Befehl des neuen Anführers der Assassinen, Wang Yangming, zurückgekehrt. Gemeinsam planen sie, Jagd auf die Tiger zu machen und China aus dem Griff der Templer zu befreien. Die Mai Yishan-Grotten, die alte Festung der Assassinen, sind ihr erstes Ziel. Die Templer haben es in ein Gefängnis umgewandelt. Geleitet wird es von Gao Feng. Um in die Nähe ihres Ziels zu gelangen, muss Zhao Yun sich gefangen nehmen lassen. Bei sich trägt sie ein Artefakt der Vorläufer, das sie einst von Ezio Auditore bekommen hatte und das die Templer nur zu gerne in die Finger bekommen würden. So kann sie sicher sein, dass man sie festnehmen wird. Okay, wir spielen Zhao Yun, nehme ich an. Und müssen das Land vor den bösen, bösen Templern befreien. Vor den Tigern, Zhang Yong. The box is empty. Or should I say, incomplete. Where is the rest of it? We know who you are. We know who you were. You've come far for someone who was merely once a concubine. I will ask you again, assassin. What is this box? Where did it come from, and what is its purpose? Why continue to resist us? Look around you. No one is coming. We wiped out your order. There is no escape from here. Why would I want to escape? I am exactly where I want to be. Such arrogance! Ma Yongcheng will make you talk. Let him try. No wonder your kind fell so far. My kind isn't done yet. Wow, okay. Der Stil gefällt mir schon mal unfassbar gut. Und wir sind eine Konkubine, die sich zu Assassinen hochgearbeitet hat. Coole Frau, gefällt mir. Alles klar. Die Flucht, 1526. Mai Yishan Grotten. Nachdem sie sich hat gefangen nehmen lassen, um näher an Gao Feng, ein von Zhang Yongs Tigern, heranzukommen, muss Zhao Yun nun aus ihrem Käfig entkommen und ihre Ausrüstung finden. Sobald sie wieder im Besitz ihrer Waffen und Geräte ist, beginnt die Jagd auf Gao Feng. Upgrade verbesserte Gesundheit. Nebenziel. Den Assassineninformanten Hong Li Wei retten. Okay. Time to get out of this cage. Der Grafikstil ist ja mal unfassbar gut. Neue Animus-Benachrichtigung. Aus den Gefängnisteilen kommen, den Assassineninformanten Hong Li Wei retten. Hiermit können wir uns bewegen. Mit einem Stick, okay. Linker Stick bewegen.
Wir sprinten RT. Okay. Spring A. Und nach oben drücken. Okay. LT und in die Hocke gehen. Okay, bisher tut sie, was sie tun soll. Wachen verfügen über eine Machtsamkeitsanzeige. Wenn du sie betrittst, färbt sich die Anzeige gelb. Wenn wir drehen, der Runde weiß, werden die Wachen alarmiert. Okay. Und wie gesagt, der Stil gefällt mir unglaublich gut. Ich mag diesen fernöstlichen Stil, darum habe ich mich eigentlich auch für China entschieden. Ich hätte ja auch India oder Russia spielen können. Aber, ja. China lag mir irgendwie am meisten. Aber vielleicht werde ich die anderen Spiele auch noch spielen, wenn mir das hier gefällt. Mal schauen. Halte L nach oben, um Winden zu drehen. L, um die Ebene zu wechseln. Drücke Arm zu springen. Sie tut, was sie soll. Wie gut fühlt sich das denn an, nachdem ich Wolf gespielt habe? Ich bin halt auch gespannt, ob... Naja. Wie das später in den Kämpfen noch wird. Also ob ich kämpfen muss oder ob ich eher mich vorbeischleichen soll. Vielleicht sollte ich auch nach oben... Nach oben komme ich gar nicht, oder? Nein, ich glaube, nach oben komme ich nicht. Okay. Ah, ich komme jetzt von hier nach oben. Wir spielen eine Assassinin. Ich weiß gar nicht, war das in einem der vorherigen Spiele schon so, dass man eine Assassinin spielen konnte? Bin mir gerade wirklich nicht mehr sicher. Ich möchte erstmal oben nachschauen, ob ich da vielleicht noch was finde. Was stellst du da? Ich weiß nicht, was das jetzt war, aber okay. Moment. Schauen wir mal in den Animus. Ach, und sehen die Karte. Das ist immer interessant. Das sind wir.
Das ist ein Animus-Scherbe. Nebenziele sind Ausrufezeichen. Kommt das noch oder bin ich jetzt schon vorbei am Nebenziel? Ach, das ist dort oben, okay. Nun ist auch noch. Nun ist das Hauptziel. Also muss ich hier nach oben, dran denken, nach oben zu gehen. Das war knapp. Die Art und Weise, wie du dir einen Levelabschnitt meisterst, wird bewertet und in Abhängigkeit von deinem Spielstil. Wenn du nicht viel Machen entdeckt wirst, erhältst du mehr Punkte, als wenn du dir einen Weg freikämpfst. Töte niemanden und lass dich nicht sehen, um die Stilbewertung Schattengold zu erhalten. Okay, das heißt, es ist besser, wenn wir nicht kämpfen. Kommt mir recht, ich will nicht unbedingt kämpfen müssen. Bleibe nicht so lange immer in der Nähe von Wachen, die... Okay. Auge erscheinen, wenn sie sich umsehen. Gut, ist alles noch Tutorial zum Glück. Das ist alles noch sehr einfach. Jede Wache verfügt über eine Wachsamkeitsanzeige. Halte dich fern von ihnen, um nicht zu alarmieren. Ja, man hört es mir vielleicht an, ich bin immer noch ein bisschen krank. Ich wollte aber nicht mehr auf das Spiel warten. Pfeife, um ihn abzulenken und nicht gesehen zu werden. Halte LB gedrückt, um das Pfeifgebiet anzuzeigen. Passe mit R die Intensität des Pfeifens an, drücke RB, um zu pfeifen. Okay, LB, um Pfeifengebiet anzuzeigen. R, Intensität und RB, um zu pfeifen. Okay. Schwa. Okay, Karte. Ich musste hier ja irgendwo nach oben. Eigentlich hätte ich da noch rumgemusst. Aber da ging es nicht weiter nach oben. Da hinten geht's aber nach oben. Oh. X und Y für ein Attentat. Also X oder Y. Versteckte Schuhklinge, cool. Gebe, um eine Leiche aufzunehmen. Okay. Hier ist nichts passiert, gar nichts. Alles in Ordnung. Dem Kollegen geht's gut, er ist nur was trinken gegangen. Wenn ich weiter weggehe, dürfte ihr besser sein mit dem Pfeifen. Dann dürfte ihr länger brauchen, um mich wieder zu bemerken. Hä? Oh! Cool, so kann man also schlittern. Nein, 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 nein. Das ist doch jetzt das Hauptziel. Ich bin immer noch nicht fertig, ich will doch noch nach oben. Ich möchte doch den hier oben befreien.
Ich komme jetzt nicht mehr hier raus. Good to have you back, my friend. Klettersprung. Nett. Wirklich nett. Gefällt mir. Ja, ich drücke doch nach oben. Also erstmal die Leiche nehmen. Doch, das Spiel gefällt mir bisher sehr gut. Wir verschwinden im Schatten. Oh. Ich glaube, das war ein Knickbruch. Wenn du einen Attentat aus einem Hintergrundversteck auslöst, wird die Leiche automatisch versteckt. Praktisch. Und jetzt das nächste Ziel wäre... irgendwo hier oben. Zum Glück bin ich dann doch im Nebenziel nicht ausgewichen. Und ich muss jetzt ein Schwert finden. Drücke R, um das Adelauge zu aktivieren und das Verhalten von Machen anzuzeigen. Mit dem Adelauge siehst du den Patrouillenweg einer Wache in Orange. Okay. Also sie läuft nach vorne. Sie patrouillieren eigentlich nur hin und her. Wie lange bleibst du da vorne stehen? Auf jeden Fall mal, bis der nächste aus dem Bildschirm verschwunden ist. Dann dreh dich um. So. Gefällt mir. Das gleich gerade nochmal. Gut. Das hat doch gut funktioniert. So gut ein Spiel zu spielen, wo wirklich gemacht wird, was gemacht werden soll. Benutze Knallkörbe, um Machen zu betäuben. Wähle den Knallkörbe mit Steuerkreuz unten, halte LB gedrückt. Ziele mit R und drücke RB, um ihn zu werfen. LB und R. Das war nicht sehr unauffällig. Hätte ich das besser lösen können? 随时保持警戒，而你们也要信守承诺，好好保护我的安全。我会罩你，你也别忘了罩我。
Hol uns einmal die Scherbe. Zur Sicherheit. Oh. Das hätte ich fast übersehen. Na, wo geht ihr hin? Boah, war das knapp. Okay. Gut, gut. Okay, die kann ich nicht töten. Das war zu früh. Also wenn ich sie töten könnte, würde über ihren Kopf so ein Symbol erscheinen. Tut es nicht, also kann ich sie wohl nicht hier im Versteck töten. Bewege L rum, um Munitionskisten zu öffnen. Munition ist voll.